Hallo, hallo, hallo. Hier ist nun Tag 202 in meinem... Und das Erste, was ich an Tag 202 mache, ist ein Paket auspacken. Ich habe nämlich von der Ramona ein Geschenk bekommen und das packe ich jetzt aus. Da ist es und ich glaube, ich weiß auch schon, was drin ist. Ha! Ein Glas! Graviert mit dem Stinkefinger-Einhorn. Sieht man das? Warte mal, ich mach's mal so. So sieht man es besser. Guck mal. Das Stinkefinger-Einhorn mit zwei Messern und da steht: Kochen macht sexy. Passend zum neuen Kochbuch. Das hole ich mal. Hier ist es, das neue Kochbuch vom Stinkefinger-Einhorn. Kochen macht sexy. Alles, was mit Stinkefinger-Einhorn-Korn zu machen ist. Und dazu das passende Glas jetzt hier. Danke, Ramona, für das Geschenk. Saugeil. Das ist jetzt eins meiner Lieblingsgläser. Ich habe ja schon eins von dir, deswegen das eine oder das andere. Wer ist es? Welches ist das Bessere? Welches ist das Bessere? Das ist auf jeden Fall sehr cool. Dankeschön, Ramona. Immer wieder gerne. Oh, jetzt muss ich erstmal den ganzen Styroporkram hier zusammensuchen. Kacke. Und was mache ich am liebsten, wenn ich Geschenke bekommen habe? Richtig, Sport. Jetzt fahre ich gleich zu Max. Der wartet schon auf mich. Heute wird gejoggt. Was sollst du sagen? Wir sind hier in der wunderschönen Stadt Ipstein. Fachwerkhäuschen. Alle schlicht gekleidet. Aber der Typ, der sticht halt wieder mit Knallegelb raus. Das ist grün. Ja. Hast du was mit, beurteilen? Hast du was mit den Augen, oder? Ich ziehe auf dem Dartboard. Mit bunten Fahnen, nicht du. Also wir sind hier am laufenden Ipstein. Und wunderschöne Fachwerkstatt. Haben jetzt schon, ja, schon gesagt. Und haben jetzt schon gute halbe, dreiviertel Stunde hinter uns. Sind schon auf dem Rückweg im Prinzip. Biergartenwetter. Eigentlich schon, ne? So, heute sollte eigentlich Sturm sein, wie Sau. Alle Schulen geschlossen. Was zum Glück sind die zu Hause geblieben? Das hätten die nicht überlebt hier. Ja, hast du mal hinter uns geguckt bei dem Tempo? Wir haben ganz schön Verwesung hinterlassen. Wir sind der Sturm. Achso, wir sind der Orkan. Der Orkan Sascha. Ja, ja, wir laufen mal weiter. Tief, Max. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt noch da rauskommt. Nur Blödsinn. So. Halbe Stunde. Wie lange war es jetzt? Eine Stunde? Eine Stunde. Eine Stunde haben wir. Halbe Stunde hat sich für mich angefühlt, weil ich bin ja fit, ne? Ja. Ist klar. Ja. Halbe Stunde für mich, eine Stunde für dich gefühlt. Ja. Ja. Zwei Stunden, du untertreibst. Zwei Stunden. Ja. Das war heute Jogging mit Max. Und ich fahre jetzt heim. Adios, amigos. Es ist mittlerweile zwar kurz vor sieben, aber ich muss noch mal ins Büro. Hab noch was zu tun. Ist nochmal wichtig, heute was abzuarbeiten. Und dann gucke ich heute Dart-WM. Nicht Dart-WM, Quatsch, wie heißt es? Premier League. So heißt es eigentlich. Genau, da freue ich mich schon drauf. Außerdem war ich heute auf der Waage. Die sah ganz gut aus. Also nicht die Waage, sondern das, was sie angezeigt hat. Das heißt, rundum zufrieden momentan. Nun ist es Viertel nach acht. Ich gehe jetzt zum Dart gucken. Ab nach Hause wieder. Zacki, zacki! Nun schon den ganzen Abend hier Darts, Champions League. Nee, wie heißt das? Premier League, so heißt es eigentlich. Jetzt spielt im Halbfinale Price gegen Van Gerwen. Mein Tipp ist ja für das Ganze, für den ganzen Abend, dass Price gewinnt. Das ist mein Tipp. Mal gucken, ob es so kommt. Mal schauen, was passiert. Ich sage auf jeden Fall schon mal Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen bei Projekt 80.